Hallo, liebe Campingfreunde. Wir sind immer noch auf der IAA in München und jetzt geht es um Gravelbikes und Feder. Eine Federgabel. Aber ich glaube, da kannst du mir mehr dazu erzählen, Moritz. Ja, grüß dich. Ja, genau. Das ist, bist du hier bei SRAM am Stand. Wir haben hier unsere neue RockShox Rudy Explore. Ja. Das ist also unsere erste spezifische Gravel-Gabel. Das heißt, wir haben hier eine Gabel, die speziell für den Einsatzbereich der Gravel-Räder ausgelegt ist. Wir haben hier einen Federweg von 30 bis 40 mm, also deutlich weniger, als man jetzt von einem Mountainbike gewohnt ist. Ja. Aber es ist eben genug, um so diesen ganz groben Schotter und so diese Unebenheiten, die man so auf so einer normalen Gravel-Tour auf dem Forstweg eben hat. Ja, genau. Aufzulegen. Also jetzt ist auch beim Gravelbike so, dass die Leute merken, es vibriert doch ganz schön vorne. Genau. Es, ja. Gravel ist Interpretationssache. Da gibt es ganz viele Arten, das zu betreiben. Ja. Wir haben hier im Hintergrund, sieht man, ein hochsportives Rad, was also so für den Renneinsatz optimiert ist, was genau. Jetzt ohne eine Federgabel das kommt. Das sieht ja eigentlich wie das typische Rennrad, nur mit anderen Rädern aus. Ganz genau, wo es auch um Aerodynamik geht, wo es um Geschwindigkeit geht, wo es um Leichtbau geht. Und dann haben wir eben hier vorne jetzt mal so einen Aufbau, der ein bisschen mehr in diese Adventure-Richtung geht, ja. Wo ich also ein sehr vielseitiges Rad habe, wo ich auch mal ein bisschen abseits der üblichen Forstwege mich bewegen kann, auch mal auf ganz leichte Trails kann und im Prinzip je nach Fahrkönnen das dann ausbauen kann und auch vor allem auf langen Touren halt sehr viel Komfort habe. Und sehr sportlich unterwegs ist. Ne? Also genau, immer noch deutlich schneller unterwegs als mit dem Mountainbike, wenn ich jetzt auf dem Forstweg fahre. Und feine Sachen. Es gibt ja schon ein paar E-Antriebe, aber in der Regel lohnen die sich nur bei leichten Steigungen. Ansonsten fährt man einmal immer drüber hinweg, ne? Über den E-Antrieb, über die 25 km/h. Ne? Bei so einem Gravelbike gibt es natürlich auch E-Bikes. Da passen die Komponenten, denke ich, auch sehr gut dran. Gerade die Federgabel macht da absolut Sinn. Ich habe ein relativ schweres Rad, da funktioniert das Ganze natürlich sehr gut, dass ich da ein bisschen Komfort auch mitkriege. In dem Fall haben wir es jetzt aber auf Rädern ohne E-Antrieb verbaut. Ja, ich denke mal eher, das passt eher ohne Motor. Gravelbike, denke ich mal, geht schon in die Richtung. Was kostet diese Gabel denn? Die Gabel kostet einzeln 869 Euro, okay. So wie sie da ist. Und lässt sich dann nach Belieben mit den anderen Komponenten der Serie kombinieren. Also ich habe ja gesagt, die Explore Collection, das heißt, es gibt nicht nur die Gabel, es gibt von RockShox jetzt auch die Reverb Access Explore Dropper Post. Das heißt, wir haben hier eine absenkbare Sattelstütze, wie man es vom Mountainbike kennt, angepasst auf den dünneren Durchmesser, die 27,2 mm, die wir in den meisten Gravel-Rahmen haben und dementsprechend ebenfalls drahtlos gesteuert über unser Access-Protokoll wie die drahtlose Schaltung, die es ja schon eine Weile gibt. Das ist natürlich super, ja. Ja, wir haben hier noch ein paar mehr neue Sachen an dem Bike. Okay. Also es hört noch nicht auf. Wir haben entsprechend auch die Schaltung ein bisschen angepasst. Ja. Das heißt, das ist basierend auf unseren Rennradschaltungen. Haben wir jetzt diese Explore-Varianten mit einem etwas längeren Schaltwerk, mit einer größeren Kassette, wo wir eine Bandbreite von 10 bis 44 Zähne haben. Das heißt 440%. Vorne haben wir entsprechend keinen Umwerfer mehr. Das heißt, wir kommen hier mit 12 Gängen aus und haben trotzdem eine sehr schöne Bandbreite, die eigentlich für das typische Gravelfahren optimiert ist, wo die Gangsprünge auch nicht zu groß sind und wo ich eben in dem Fall dann mir keine Sorgen machen muss, ob ich vorne jetzt auf dem großen oder kleinen Blatt bin, sondern einfach eine Sorge weniger habe. Ja. Und abgerundet wird das Ganze dann durch die SIP 101 Explore Laufräder. Ja. Das sind also unsere ersten Gravel-spezifischen Laufräder von SIP. Ja. Die haben einfach den Vorteil oder die Besonderheit, die basieren auf unserer Motortechnologie. Das ist ein Aufbau, der im Prinzip aus dem Motocross kommt. Das heißt, wir haben hier eine einwandige Carbonfelge, die eben einen gewissen Flex erlaubt in der Querrichtung und dadurch halt sehr viel kleine Unebenheiten und so rausfedert, bevor sie überhaupt an den Fahrer weitergereicht werden. Ja. Genau. Also alles in allem haben wir da ein sehr komfortables Rad, können wirklich lange Touren fahren, auch wenn man nicht so trainiert ist, hat man einfach ein Rad, was einem nicht allzu viel Schläge abgibt und wo man wirklich dann auch auf etwas groberem Geläuf gut zurechtkommt. Ja. Sehr interessant. Ja, Moritz, was ist dann das für ein tolles Bike? Das sieht eher aus wie ein Trekkingbike, aber das erzähl. Ja, das ist auch ein Gravelbike. Ist auch ein Gravelbike. Genau, es kommt darauf an, was man daraus macht. Ja. In dem Fall sieht man schon, es sind ein paar Taschen montiert, das ist kein Zufall. Also für viele bedeutet Gravel ja auch längere Touren fahren, Mehrtagestouren fahren, vielleicht sogar draußen campen. Und hier haben wir jetzt einfach mal so einen Aufbau gezeigt mit mehreren Flaschenhaltern, mit Gepäck dran. Ohne Federgabel, ohne Sattelstütze, also mit ganz wenig Technik, haben aber trotzdem die Laufräder drin. Das heißt, wir haben den Komfort in dem Fall trotzdem und haben hier unsere Eagle Mountainbike-Schaltung hinten. Das heißt, wir fahren
quasi eine Mischung aus Rennrad- und Mountainbike-Komponenten. Es hat einfach den Grund, dass wir hinten dann noch mehr Bandbreite haben, also 10 bis 50 oder 10 bis 52 Zähne gibt es da. Ja. Das heißt, wir haben einfach nochmal einen leichteren Gang, wenn es wirklich steil wird. Und gerade wenn man mit Gepäck fährt, muss man natürlich eine ganze Menge Gewicht bewegen. Ja. Und wenn man im steileren Gelände wohnt zum Beispiel oder einfach gerne auch viele Anstiege mitnimmt, ist auch eine feine Sache, kann man sich entsprechend so kombinieren. Und ist natürlich wieder eine ganz andere Interpretation als das, was wir eben gesehen haben. Ja, aber das sieht man auch immer öfters, habe ich gesehen. Also ein Kumpel von mir, der ist jetzt auch mit Gravelbike unterwegs und der ist auch, ja, Bikepacking, hat ein ganz, ganz großes Interesse, weil er über mehrere Tage unterwegs ist. Ist natürlich eine super Sache, ne? Ja, und da fängt das Abenteuer halt vor der Haustür an. Das macht mir besonders Spaß dran. Also ja. Ich brauche nicht irgendwie erst in die Berge fahren. Ich kann eigentlich überall starten und mich dann von Forstweg zu Forstweg arbeiten und genau. Auf Entdeckung gehen. Ja, Moritz, sehr interessante Einblicke in eine Welt, die ich noch nicht so entdeckt habe, aber musst mal auf ausprobieren. Jeden Fall interessant für mich. Ja, was sagt ihr dazu? Hat euch das Video gefallen? Hinterlasst mir doch einen Daumen hoch und möchtet ihr noch mehr Videos von diesem Kanal anschauen, abonniert den Kanal, die Glocke nicht vergessen und weiterhin viel Spaß hier auf der IAA in München. Bis bald. Ciao.